gut, dann herzlich willkommen, liebe Herren und Damen, Damen und Herren von der Presse. Wir sind heute hier beim Kamingespräch zu Gast bei Silvia und Alfred Lengle anlässlich ihres, man sollte es nicht glauben, aber ich verrate es, 75. Geburtstags. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen was vorzustellen von der Arbeit von Alfred Lengle und vor allem auch jetzt in Bezug auf die Pandemie, da von der Verarbeitung her, die Existenzanalyse hat eine breite Resonanz gefunden und von diesem Hintergrund hast du auch den Blick auf die internationale Verarbeitung und kannst da gut auch dieses Interkulturelle vielleicht mit hereinbringen. Ich danke euch ganz herzlich für diese Möglichkeit, dass wir hier miteinander sprechen können im Rahmen eines Kamingesprächs. Die existenziellen Auswirkungen dieser besonderen Zeit ein wenig reflektieren und das hat ganz schöne Tiefen. Und da bin ich auch dankbar, dass wir darüber ein bisschen auf das schauen können, dass es nicht einfach nur um Impfstoffe geht, sondern dass es eigentlich um sehr viel mehr geht. Und wenn wir das nicht ausschöpfen, dann haben wir zu flach gelebt. Und dann ist die Zeit an uns irgendwie vorübergegangen und wir wachen irgendwann mal hoffentlich auf nach dieser Pandemiezeit, schütteln den Kopf und fragen, huch, was war das? Weil wir es ja gar nicht richtig mitbekommen haben, obwohl es uns doch ziemlich an die Nerven gegangen ist und auch ziemlich belastet hat. Und es hat mich ein Gefühl von Unheimlichkeit beschlichen. Das, was passiert da, was kommt da jetzt auf uns zu? Wir wussten von China, ich habe mir damals gedacht, dass in Wuhan die Ausgangssperre verhängt wurde. Sowas kann man nur in einem absolutären Staat machen. Das wäre bei uns einfach nicht möglich, dachte ich. Und nun haben wir es hier. Und es war überraschend für mich, wie diszipliniert die Bevölkerung bei uns reagiert hat und hier mitgemacht hat. Und darum konnten wir so gut durch den ersten Lockdown kommen. Auch, dass es sehr früh verhängt wurde, das war auch mutig. Das waren noch nicht viele Länder, die so etwas gemacht hatten. Und da ist schon sehr viel enthalten von dem, was diese Pandemie für uns bedeutet. Wir sind konfrontiert mit etwas, das man sich selbst 3 Wochen vor dem Lockdown noch nicht hätte vorstellen können. Und wo wir es gesehen haben, eben in China, da war es für uns so, dass wir meinten, das sind Auswirkungen einer totalitären Macht, die das Volk völlig knebelt und unterdrückt. Und das wurde dann auch vielleicht von manchen bei uns so empfunden, dass es eine Knebelung ist des Volkes. Und das ist eine massive Herausforderung für uns als Gesellschaft und für uns als Einzelpersonen. Plötzlich in unserer saturierten, gesicherten Welt, in der wir mit Technik und Medizin und Digitalisierung meinen, alles im Griff zu haben, wirklich die Kontrolle zu besitzen, nun plötzlich so ausgesetzt zu sein, einem unerwarteten Gefahr, einem unerwarteten Risiko, und das hat uns vor Augen geführt, ein Grundgesetz der Existenz. Es gibt keine Sicherheit. Nichts ist sicher. Auch was die Naturwissenschaft erforscht, ist nicht sicher. Es wird als gesichertes Wissen ausgegeben, aber wissenschaftstheoretisch ist es nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist. Also nichts ist sicher außer unser Tod. Und wahrscheinlich existieren wir nicht einmal, das können wir beweisen. Das ist ein Skandal der Philosophie bis heute. Wir sind da, wir glauben, dass es uns gibt, aber vielleicht schlafen wir. Vielleicht ist der Tod das wirkliche Erwachen. Und was wir jetzt haben, ist nur eine Vorläufigkeit. Das alles wissen wir nicht. Nichts ist sicher und unser Leben ist nicht sicher. Leben heißt wirklich sterblich zu sein. Jeden Augenblick können wir sterben. Wir sind nicht erst sterblich am Ende unseres Lebens, sondern wir sind es schon vor der Geburt und immer. Das bedeutet eben Leben immer auch in ein Nichtsein
fallen zu können. Diese Tatsache, dass wir doch immer sterblich sind und dass nichts sicher ist, dass wir, dass alles vergänglich ist, dass alles eine Gelegenheit ist, dieses Leben ist mehr Gelegenheit als eine Tatsache, eine Chance. Und wenn wir diese Gelegenheiten nicht ergreifen, dann haben wir nicht gelebt. Wir meinten immer, das wird immer so weitergehen. Und wenn wir Pech haben, haben wir nicht 3% Wirtschaftswachstum, sondern nur 2% oder 1%. Das waren unsere Sorgen. Und jetzt haben wir plötzlich ganz andere Sorgen. Ein Wachrütteln. Eigentlich ist Corona ein existenzielles Wachrütteln. Dieses Bewusstmachen der Begrenztheit, der Vergänglichkeit und dieses Zurechtstutzen unserer unreflektierten, sich eingeschlichen habenden Überheblichkeit, dass wir die Natur beherrschen, aber existenzielles Denken, Existenzphilosophie macht uns deutlich, wir sind in diese Welt gestellt, gesetzt, geworfen, ausgesetzt. Und in eine Welt ausgesetzt zu sein, heißt, dass ich auch immer gefordert bin, dass ich mich immer auch abgrenzen muss, dass ich auch immer im Dialog sein muss, nicht nur abgegrenzt leben kann, sondern ohne Austausch gar nicht sein kann. Ich möchte gerne ein bisschen über die psychischen Folgen dieser Covid-Situation und der gesellschaftlich-politischen Reaktionen darauf zu sprechen kommen und vielleicht auch ein wenig darauf hinweisen, wie wir mit dem gut umgehen können. Die psychischen Folgen waren am Anfang zunächst einfach ganz große Verunsicherung, und in der stärkeren Form der Verunsicherung mündet Verunsicherung in Angst. Das Neue macht immer unsicher. Verunsicherung, wodurch entsteht Verunsicherung? Wenn wir, und da gibt die Existenzanalyse schon einige wertvolle Hinweise, die Struktur der Existenz, wie ich in dieser Welt sein kann und mich im Sein halten kann, das braucht Schutz, ganz klar. Wie beim Haus, die Wände, ohne Wände würden wir Wind und Wetter und Kälte ausgeliefert sein und könnten nicht überleben. Schutz, Raum, in dem wir uns geschützt aufhalten können, wie der Raum im Haus, in der Wohnung, und Halt, einen festen Boden, der mich trägt. Was gibt denn Schutz? Ja, da gibt es natürlich alle die Maßnahmen, die die Gesellschaft getroffen hat und die Hygienemaßnahmen in dieser Situation. Aber Schutz gibt natürlich sehr viel auch die Beziehungen, die Menschen, die auch auf mich schauen und wo wir aufeinander schauen. Das schützt uns auch. Und Schutz gibt natürlich Immunsystem, Schutz geben Medikamente und Impfungen und so weiter, alles das. Je mehr Schutz wir wieder haben, desto weniger Unsicherheit empfinden wir. Wo ist mein Raum? Und habe ich Raum in mir? Wie gut bin ich beraumt in meinem Körper? Wie gut kann ich mir Raum nehmen? Das spiegelt die Atmung zum Beispiel. Wenn ich tief atmen kann, dann habe ich auch psychisch-geistig Raum. Wenn ich psychisch-geistig keinen Raum habe, wird der Atem oberflächlich. Das sind so auch Themen, die implizit mit diesem Virus und der Situation heraufkommen. Und Halt. Halt, da gibt mir natürlich, verlässliche Beziehungen sind ein großer Halt. Halt gibt mir natürlich der Boden, der physische Boden, alles, worin ich stehe und die Regelmäßigkeit, alles, was verlässlich ist und wo ich vertrauen kann, da erlebe ich Halt. Angst ist das Gefühl, es könnte sein, dass ich nicht mehr sein kann, dass ich in ein Nichts falle, dass ich vernichtet werde, dass es mich nicht mehr gibt oder dass das, woran ich hänge und was mein Leben so wichtig macht und wertvoll macht, dass mir das genommen wird, dass mir meine Eltern sterben am Virus oder dass ich selber vielleicht dann das Virus bekomme, überlebe und dann Lungenschäden habe und ein Leben lang behindert sein werde und solche Sachen. In beiden Fällen, bei der Verunsicherung schon gilt, was nun bei der Angst erst recht gilt, nämlich, dass wir darauf schauen sollen, dass wir genau schauen sollen, hinschauen sollen, wahrnehmen,
was ist wirklich der Fall? Worauf kann ich denn aufruhen und mich verlassen? Wenn ich da konkret mir das überlege und sage, ich kann mich auf meine Partnerin verlassen, ich kann mich auch auf mich verlassen, dass ich sorgfältig umgehe und auf Hygiene schaue und Masken trage und so weiter, dann wird die Verunsicherung abnehmen. Für die Angst reicht das nicht. Für die Angst braucht es dann noch eine stärkere Konfrontation. Also nicht nur ein Hinschauen, sondern hinschauen und mich konfrontieren mit der Möglichkeit. Weil Angst ist ja die Möglichkeit, dass etwas passieren kann. Angst heißt nicht, dass es schon eingetreten ist. Das heißt, es kann passieren, aber es ist noch nicht geschehen. Ja, was würde ich tun, wenn ich das Virus bekäme? Wie wäre das für mich? Und welche Konsequenzen hätte das? Und wenn ich die Augen verschließe vor Wirklichkeit und versuche, abseits der Wirklichkeit, der Realität zu leben, dann bin ich in Gefahr, wie ein beim blinde Kuh-Spiel, dass ich abstürze in den Abgrund, wenn ich nicht sehe, wo die Abgründe sind. Also habe ich die Augen zu öffnen und meine Psyche drängt mich dazu in Form von Angst und die Angst sagt mir, schau dir die Realität an, wie es wirklich ist und verschließ nicht die Augen davor. Und dann sage ich der Angst, naja, du hast leicht reden Angst. Ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, was ich tun soll und es wäre ja furchtbar, wenn ich jetzt sterben müsste. Ja, das wäre furchtbar, aber Realität ist, es ist möglich. Es ist jederzeit möglich, das gehört zur Existenz. Das ist eine direkte existenzielle Auswirkung dieser Pandemie, dass uns das viel mehr vor Augen geführt wird. Viele haben dann das Gefühl, das wäre ganz schlimm. Ja, warum? Naja, ich habe ja Kinder oder ich möchte noch leben oder ich habe liebe Menschen, auf die ich nicht verzichten möchte. Ja, aber einmal wirst du eh verzichten müssen. Einmal wird es eh vorbei sein. Warum wäre es jetzt so schlimm? Und da kommen viele Menschen, wenn man da, das braucht dann oft das Gespräch, um dahin zu kommen, den Dialog, weil sie das Gefühl haben, wenn ich das jetzt verlieren würde, ich hätte irgendwie das Gefühl, ich habe es noch zu wenig gelebt. Wenn wir Zeit haben mit den Eltern oder mit dem Partner, leben wir sie denn wirklich und intensiv genug? Oder sind wir dann in der Oberflächlichkeit mit dem Gefühl, naja, wir haben ja eh noch Zeit. Dieses aufgeschobene Leben, das wird uns in der Angst massiv aufs Auge gedrückt. Nicht aufschieben. Das war also in der ersten Welle der Pandemie und des Lockdowns, dass hier Unsicherheit und Angst dominierten. Aber dann kamen gleich weitere Symptome, die dann schon mehr in der zweiten Welle waren, aber in der ersten Welle auch schon aufgetaucht sind. Manche Menschen haben viel verloren, haben berufliche Arbeitslosigkeit, haben die Schulkameraden nicht haben können oder zusammen sein können, haben ihre sportlichen Aktivitäten nicht vollziehen können. Und die Verluste von Dingen, die einem was bedeuten, die wertvoll sind, die man mag, an denen man irgendwie hängt, besonders auch Arbeitsplatzverlust und so, das sind schon einschneidende Verluste. Und wenn wir Wertvolles verlieren, dann verliert das Leben an Wert. Und das Gefühl, dass das Leben wertarm ist oder gar wertlos wird, das ist das Gefühl der Depression. Aber Depressivität hat dann um sich gegriffen, besonders bei Frauen, bei Kindern, Jugendlichen, die Peers verloren hatten und natürlich bei Arbeitslosen, wo es am verständlichsten ist. Bei Frauen durch die vermehrte Belastung, die Frauen haben hier psychisch mehr getragen als die Männer. Und das hat sich dann eben depressiv ausgewirkt. Die Depressivität in dieser Gruppe hat von Kindern, Frauen und Arbeitslosen um etwa ein Drittel zugenommen, schon in der ersten Pandemiezeit. Da
das wurde inzwischen empirisch validiert. Nicht nur als Schutz gegen die Depressivität, sondern auch als Schutz vor allem gegen die Ängstlichkeit, weil Leugnung, Conspiracy, also Verschwörungstheorien, die geben den Menschen das Gefühl einer Sicherheit. Die Menschen, die den Boden verlieren und speziell die dann mit so heftigen psychodynamischen, also Schutzreaktionen reagieren, die kommen automatisch, die bräuchten wirklich Gespräche und es ist aber ganz schwer, an die heranzukommen. Ich den Eindruck habe, das könnte eine der positiven Folgen sein oder der Wachstumsschritte. Ich habe schon den Eindruck, dass auch dank des Herrn Präsidenten Peter Stippel, der ja auch heute anwesend ist, da jetzt diese Aufmerksamkeit, wie wichtig Psychotherapie ist, dass wir in Österreich wirklich noch viel mehr psychotherapeutische Plätze brauchen, dass das in den Vordergrund gerückt ist. Also ich würde nicht sagen, es ist das Allheilmittel, aber es ist etwas, wo Sie genauso wie Sie sagen, wo man insgesamt in der Bevölkerung ein bisschen am Boden schaffen kann, aufklären kann, Halt geben kann, damit dieser Virus des Verleugnens nicht so ausbreiten kann vielleicht. Ja? Diese Unheimlichkeit, da ist jetzt etwas, eben weil die ganze Existenz ja eigentlich so bedrohlich ist und dass es keine Sicherheit gibt, dass diese Unheimlichkeit, dass man der nicht ins Gesicht schaut, sondern wegschaut und eine Schutzreaktion aufbaut und sagt, ich weiß, das ist alles nur weil. Und dass wir hier gesellschaftliche Bewegungen haben, dass ein starkes Abdriften zum starken Mann in die rechte Spur führt, dass dann so weit geht, dass Bewegungen, politische Bewegungen, gesellschaftliche Bewegungen verstärkt werden, sie sind ja schon da, so verstärkt werden, dass unser Gesellschaftsbild verändert und unsere Form des Zusammenlebens aus der Haltung der Leugnung heraus, aus der Haltung der Ohnmacht heraus, die ich nicht bewältigen kann, und daher kommen Schutzreaktionen, die wir alle, diese Möglichkeit gibt es für uns alle, wir sind damit ausgestattet und das ist psychisch wichtig fürs Überleben. Die kommen aus der Evolution, das haben Tiere schon und wir Menschen haben es natürlich noch viel ausgefeilt, dass wir hier in eine gesellschaftliche Veränderung erleben könnten, dass das viel mehr kommt, die Angst nicht mehr vor dem Virus, sondern die Angst vor den Mächtigen, vor der Beeinflussung und der Versuch, sich damit zu schützen. Generalisierte Ängste, also Ängste, die überall in aller Ecken und Enden auftauchen können. Angst, die Luft könnte vergiftet sein, das Essen könnte und so weiter. Dass ich auf der Straße zusammengeschlagen werden könnte, dass ich einen Kollaps kriegen könnte. Solche generalisierten Ängste, die haben eine ganz starke Tendenz, sich zu fokalisieren und sich an einem Objekt festzumachen. Und das ist jetzt hier auch diese Unheimlichkeit der Situation, dieses Ausgeliefertsein, Ausgesetztsein der Existenz und ihrer Bedrohlichkeit wird nun festgemacht. Und das sind also Endzeittheoretiker oder das sind politische Mächte oder da gibt es schwarze Mächte, die sich unsere bemächtigen wollen. Und dagegen kommt die Theorie, die Verleugnung und kommen massive Gegenbewegungen und Versuche, sich nicht sich selbst zu stärken, sondern Stärke von außen zu bekommen. Brot und Spiele, wir brauchen also wirklich Nahrung und feste Substanz, aber wir brauchen auch das Freie im Spiel, in der Kultur. Und das kam wirklich zu kurz in diesen Lockdowns. Ich weiß nicht, ob es hätte so beschnitten werden müssen, da habe ich persönlich Zweifel. Aber im Nachhinein kann man es dann immer besser sagen. Jedenfalls, hier ist den Menschen etwas passiert, was zu einer Reaktion, was mit beigetragen hat, zu einer weiteren Reaktion, die aufgetreten ist. Es gab nämlich nicht nur Ängstlichkeit und Depressivität, sondern es gab auch hysterische Reaktionen. Es wurde den Leuten auf einmal zu eng, zu viel. Sie haben es nicht mehr ausgehalten. Sie haben begonnen, überzureagieren. Ein Teil der Dynamik, die in den Demonstrationen abläuft, scheint mir mit dem zu tun zu haben. Zu viel Beschränkung, zu eng. Und Enge ist etwas, was Menschen, die zum hysterischen Reagieren neigen, für die ist das unerträglich.
Und dann der Verlust von Spielen, von Plattformen, das, wo man sich äußern kann, wo man sich bewegen kann, wo man sich zeigen kann, wo man sich in Szene setzen kann, das war ja völlig weg. Das führte dann also nicht nur, dass ich keine seelisch-geistige Nahrung durch die Kultur bekommen habe, sondern ich bin ja auch selbst in dieser Ausdrucksfähigkeit, die der Mensch hat, zu sehr beschränkt worden. Und das führte dann auch zu Überreaktionen, die meines Erachtens noch nicht ausgestanden sind. Wenn nicht Lockerungen kommen, könnte diese dritte Störform noch ziemlich uns zusetzen und mit uns das Spiel mit uns treiben. Die Hysterie ist nämlich auch etwas sehr Starkes, diese histrionische, sich in den Mittelpunkt bringen, dieses Manipulative, das darin enthalten ist, dass das stärker wird und auch in der Politik zum Einsatz kommt. Eine sehr gute Zusammenfassung scheint mir der jetzigen Denkweise, Brot und Konsum oder das Spiel mit dem Konsum statt das Spiel mit kulturellen Werten und Gütern. Und das ist, glaube ich, schon zu wenig bedacht worden. Also da würde ich auch nach meinem Dafürhalten, ist hier der Mensch zu sehr reduziert gesehen worden in dieser Vorgangsweise. Ich spreche leicht, weil ich nicht die Verantwortung trage für steigende Zahlen. Und es gibt leider, man hat das bei uns schon verabsäumt, obwohl man bei uns in Österreich durchaus gute Untersuchungen gemacht hat im Schulbereich, im pädagogischen Bereich, aber der Nachweis, inwieweit zum Beispiel Infektionsketten durch kulturelle Veranstaltungen entstanden sind, das ist empirisch nicht untersucht worden. Hätte man das von Anfang an gleich machen können oder über den Sommer, bis es wieder offen war, bis in den Herbst hinein, hätte man das gemacht, hätte man Datenlagen, mit denen man belegen könnte, dass vermutlich, ich vermute das jetzt nur, deshalb nur eine Vermutung, die kulturellen Veranstaltungen mit diesen Maßnahmen, wie du, Gabi, eben beschrieben hast, nicht zur Infektionsvermehrung beigetragen haben. Die Chance, die für mich darin wieder liegen könnte, ist, dass vielleicht das Bewusstsein für das, wie kostbar diese kulturellen, diese musikalischen, diese spielerischen Elemente sind, dass das wieder mehr in den Vordergrund rückt, weil die Existenzanalyse sagt ja eben nicht, so wie Maslow, das ist da oben irgendwie ein Bedürfnis, ja, sondern sie sagt ja, das ist sozusagen, das sind Tischbeine, das ist was ganz Elementares, das ist so wichtig, das geistige Personale ja, wie das genau. Physische. Und da wissen wir schon lange in der Schule, dass sozusagen Neurobiologen sagen, Musik ist eigentlich wichtig, Turnen ist wichtig, das wird immer wieder sozusagen so als, das braucht man halt auch noch, aber das können wir eh kürzen. Nebenfächer. Das wird vielleicht jetzt auch sichtbar, ja, weil die Italiener fangen halt dann auf den Balkonen zu singen an, aber die Österreicher gehen dann ja zum Teil nicht einmal in die Trauer. Wir haben ja auch nicht getrauert um das. Ich habe Musical-Karten sozusagen, habe ich gemerkt, na ja, gehen wir halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich bin traurig. Und dann habe ich aber erst mal gesagt, ach so, mir fehlt da was. Weil mir wird es gar nicht so bewusst, dass es eigentlich etwas ist, was wirklich ein Verlust jetzt ist. Auch wenn ich sage, na, dann gehe ich halt ein halbes Jahr später. Aber jetzt ist mein Leben ärmer geworden. Und die nicht gelebte Trauer ist die Depression. Und ich glaube, da haben wir dann, oder das ist der Rechner. Wir müssen darüber sprechen. Viele Menschen denken, das ist doch unsinnig, jetzt kann ich nicht ins Theater gehen oder ich habe Musical-Karten und jetzt muss ich sie zurückgeben. Und wieso soll ich mir jetzt da noch drüber nachdenken? Es ist doch eh schlecht, sich mit Schlechtem zu befassen, macht es ja nur noch schlechter. Ich kann es ja nicht ändern, das ist völlig sinnlos. Oder mit dem, was mich verunsichert, mich mit dem zu befassen, dann wird es ja nur noch schlimmer. Ruft man den Teufel, nennt man den Teufel, kommt der Krämpf und so. Alles diese Dinge, das ist psychologisch gesehen eine Schutzreaktion und therapeutisch gesehen genau das Falsche. Und das müssen wir Menschen sagen, befasst euch mit den weißen Flecken auf eurer Landkarte, befasst euch mit dem Schmerzlichen, das gehört zum Leben dazu. Und wenn wir es nicht integrieren, sondern draußen zu halten versuchen, leben wir gegen die Realität. Und wer gegen die Realität lebt, rennt sich den Kopf an. Wir müssen das lehren.
vermitteln. Es wird in den Schulen zu wenig gesagt. Es wird in den Arbeitsplätzen oder von Betriebsleitern und so, alles wird zu wenig vermittelt. Und in den Medien und in den Zeitungen, es ist so fundamental wichtig, das Leben als Ganzes zu leben und sich nicht, und nicht nur versuchen, wozu wir alle neigen, auch ich, die Rosinen rauszunehmen. Wir müssen den Kugelhupf, sollen wir als Ganzes essen. Und ich denke mal, wenn man auf Reaktionen bei den Menschen auf diese sehr spezielle Situation der Pandemie, das ist nicht psychisch krank, sondern das ist eher eine fast normale Reaktion auf eine Situation, mit der wir keine Bewältigungserfahrungen haben. Das haben wir noch nicht erlebt. Und eine Krise entsteht ja dadurch, dass man mit einer Situation konfrontiert ist, wo man keine positiven Bewältigungserfahrungen hat oder sich nicht erinnert. Und so gesehen kann man den Menschen eher helfen, an ihre persönlichen Ressourcen anzuknüpfen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich Ihre Gedanken dazu hören durfte, Herr Professor. Und ganz im Sinn von Frankl habe ich also auch einen hilfreichen Gedanken. Wenn man sich so vorstellt, dass wir in 10 Jahren noch einmal so in der Runde zusammensitzen und wir machen eine Liste, was hat sich denn verändert seit diesen schwierigen Jahren 2021, da werden sicher einige Punkte kommen, so brainstormmäßig. Und wenn wir die dann bewerten, was davon war gut, dann glaube ich, dass wir sogar sehr sinnvolle und gute Sachen aus dieser Herausforderung ziehen werden. Und mir hat es so gut von Ihnen gefallen, Herr Professor, dass Sie gesagt haben, eigentlich macht uns das nur etwas bewusst, was ohnehin immer vorhanden ist, was wir verdrängen, die Fragilität unserer physischen Existenz. Die macht es uns einfach bewusst, so ähnlich wie wenn man bei einem schweren Verkehrsunfall vorbeifährt, wird einem bewusst, wie gefährlich der Straßenverkehr ist. Wir erleben etwas, das wir nicht kennen. Und doch kennen wir es. Wir erleben jeder, dass wir auf uns allein gestellt sind vor dem Einschlafen oder dass wir mal einsam sind oder dass wir alleine irgendwo hingehen. Wir kennen es ein bisschen, aber wir kennen es nicht in dem Ausmaß. Und wir kennen es nicht in der Verbindung mit einer Bedrohung. Und so gesehen ist der Gedanke, ob alle in die Psychotherapie sollten oder welche Rolle die Psychotherapie hier spielt, sehe ich dahingehend wichtig, dass sich die Psychotherapie nicht nur als Krankenbehandlung versteht, sondern dass das psychotherapeutische Wissen auch als Anthropologie und als präventive Maßnahmen zur Bildung der Persönlichkeit und zur Prophylaxe zur Verwendung kommt und dass das so umgesetzt wird. Das war immer eine Strähne in Viktor Frankls Logotherapie und in unserer Existenzanalyse heute, dass wir versuchen, Menschen auch in der Persönlichkeitsbildung, in der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung zu unterstützen. Und dann natürlich, wenn Ängste oder Depressionen da sind, dann braucht es speziell das therapeutische Handwerkszeug. Aber Psychotherapie hat viel mehr anzubieten und dass dies bewusst wird. Und dafür ist das Zusammenspiel mit den Medien natürlich das Um und Auf, um das wirklich an Menschen heranzubringen. Ja, danke für diesen Gedanken, dass wir die Psychotherapie eigentlich auch ausweiten sollten. Ich denke, die Förderung von Resilienz, die Entwicklung von Resilienz, wie man das auch tut, zurückzuschauen, was jeder persönlich schon an Krisen bewältigt hat, was ihm damals geholfen hat, also diese Ressourcenorientierung, alles das sind Punkte, auf die können wir aufmerksam machen. Aber es ist eher eine persönliche und gesellschaftliche Entwicklung, durch die wir durchgehen müssen und wo Psychotherapie begleiten und zum Beispiel aufgrund der Arbeiten und Erfahrung von Professor Franke und auch von Ihnen, Professor Lenge, aufbauend, das besser bewältigen kann. Mhm. Bewältigungshilfen, meine ich, kann unser Gewerk anbieten. Mhm. Ja, danke. Ich beobachte eine Vielfältigkeit der Reaktionen jetzt. Auf der einen Seite haben wir dieses Explosible, es ist
genug und das Aufbegehren und das aus der Enge raus. Zum Glück kommt bei uns jetzt das Frühjahr, wo wir auch wieder mehr raus können und das wird eine Entlastung bringen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Schlendrian, eine Adaptationsphase. Wir haben uns daran gewöhnt und wir nehmen es nicht mehr so ernst, wir lassen es schleifen. Die österreichische Form, das Leben zu leben, nimmt wieder überhand und wir kommen schon irgendwie drüber hinweg und schauen, dass wir es wieder gemütlicher haben. Nach der anfänglichen strengen Disziplin kommt jetzt mehr so diese Adaptation und das sich gewöhnen. Und gleichzeitig ist aber viel mehr Pulver in der Bevölkerung. Es ist explosiver geworden und es haben nach meiner Beobachtung jetzt nun die Verschwörungstheorien, die waren ziemlich stark im letzten Herbst, habe ich beobachtet. Jetzt haben sie nicht mehr viel mehr zugenommen, aber sie sind bei uns schon deutlich da. So Reaktionen, wo immer noch Leute sagen, das Virus gibt es eigentlich nicht oder es ist eine Erfindung der Politiker oder es ist ein Hochstilisieren eines Virus. Corona gab es immer schon, das stimmt, Corona gibt es seit Jahrmillionen und es gibt hunderte Corona-Formen und dass halt jetzt eine mal ausgewählt wurde von den Politikern, so. Diese Leugnung nimmt zu, oder ist vertreten, das bleibt wahrscheinlich schon noch einige Zeit erhalten. Wir haben bei allen Sachen haben wir paranoide Reaktionen, bei allen Belastungen gibt es paranoide Reaktionen in der Bevölkerung. Sie kommen weniger in die Psychotherapie, weil die ja schon um die Lösung wissen und jeden verdächtigen, der nicht ihrer Meinung ist, dass er sowieso zum Feindeslager gehört. Und darum sind sie weniger in der psychotherapeutischen Behandlung, sondern eben in der Bevölkerung verbreitet. Und im Übrigen sind sie, das ist auch beobachtbar, in Russland sehr verbreitet. In Russland ist abergläubisches, esoterisches, hat eine starke Tradition seit der Sowjetunion. Und jetzt in dieser Phase, in der Corona-Zeit, wird die Corona ganz anders erlebt von der Bevölkerung. In einem Land, wo sie dem Staat nicht vertrauen können. 40% meiner Kolleginnen und Kollegen, und ich war jetzt mit einigen hundert in Kontakt im letzten Jahr, 40% von ihnen möchten den Sputnik-Impfstoff nicht, akzeptieren ihn nicht, weil sie kein Vertrauen haben. Der sei viel zu schnell propagiert worden. Allen ist klar, dass das ein politisches Thema war. Und die Datenlage ist unzuverlässig. Überhaupt ist jeder weiß in Russland, dass die Information staatlich gelenkt ist, dass man nicht wirklich Informationen bekommt. Und so ist das Misstrauen gegen die Obrigkeit sehr groß. Auch die Durchführung der Corona-Maßnahmen in Russland. Russland hat sehr stark reagiert, anfangs nicht. Putin sagt, na, unstarken Russen tut das Virus nichts am Anfang, dann hat er dann doch reagiert und dann wurden ganz strikte Maßnahmen erlassen und sie haben sehr gut funktionierende Spitäler. Das muss man sagen und die Spitäler sind nie an ihre Grenzen gekommen, soweit wir wissen. Aber es wurde kaum getestet, es sind viele Menschen, auch im Bekanntenkreis meiner russischen Kollegen, sind verstorben, vermutlich an Virus. Auch jüngere Ärzte oder Krankenschwestern, wenn die im Spital arbeiten. Und es wird einfach nicht als Virus, als Corona-Tod geführt. Und darum gibt es relativ nicht so schlechte Zahlen in Russland. Aber jeder Russe glaubt dem nicht. Und nun sind die Verschwörungstheorien in Russland, die blühen. Die sagen alle, dass die Impfung, das ist ein politisches Mittel, um uns noch mehr abhängig zu machen von der Regierung und von der Staatsführung. Und die Chips-Theorie bei der Impfung, das ist natürlich sehr verbreitet. Ganz klar, wenn eine Unsicherheit so breit ist, dass man bei aller Skepsis, die wir haben, den Medien gegenüber und den politischen Äußerungen gegenüber, und wir wissen, man kann nicht alles sagen in der Politik und in den Medien und so, klar, man kann sich aber ein bisschen einen Reim drauf machen und man hat dann vielleicht andere Medien oder Internetzugang und so und kriegt wieder Perspektiven herein und Oppositionen und so.
Das gibt es ja in Russland nicht. Und die Medien werden zunehmend beschränkt, die Social Media sollen noch mehr beschränkt werden. In dem Rahmen, mit dem hohen Maß an Unsicherheit, greift man nach selbstgebastelten, paranoiden Reaktionen, wie eben den Verschwörungstheorien, die natürlich dann auch einen höheren und gar nicht unbedingt so abwegigen Erklärungswert haben. Weil wenn Medien gelenkt sind, wenn es die Meinungsfreiheit eigentlich nicht gibt, oder wenn ein chinesischer Arzt, der das als erster publik gemacht hat, dann sogar noch verurteilt wird, der dann auch noch verstorben ist daran. Wenn solche Sachen vorherrschen, dann ist die Verschwörungstheorie naheliegend. Also das Web gibt uns mehr Information, aber auch viel mehr Verunsicherung, weil man eben alles finden kann. Und jeder sucht mehr nach dem, was einen bestätigt, als nach dem, was einem ein Widerspruch zu einem. Aber der Mensch hat auch eine Fähigkeit, die mir sehr wertvoll ist, nämlich sozusagen den Common Sense, ein Gespür, der ja irgendwie, naja, ich muss ja leben damit und vielleicht folge ich gerade einem Irrtum, aber ich sage mir, naja, es könnte auch ein Irrtum sein, wenn ich nicht fanatisch bin. Fanatisch bin ich dann, wenn dahinter eine Angst ist, vor der ich mich schützen muss. Aber wenn ich also nicht jetzt von Defiziten besetzt sind, depressiven oder histrionischen oder ängstlichen, dann sage ich, ja, dann kann man mit mir drüber reden, dann horche ich auch mal zu, was andere sagen, und das hinterlässt zumindest den Eindruck, so sicher ist mein Wissen ja auch nicht. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich mir jetzt versuche, eine eigene Meinung zu bilden, auf der Basis einer Vorläufigkeit, auf der Basis einer Unsicherheit. Ich kann es nicht sicher wissen, aber im Moment kommt es mir so vor. Oder irgendwas kann da nicht stimmen daran. Man spürt ja auch ein bisschen mit der Zeit. Und dass wir so etwas haben, das ist dann eben die Vox Populi, Vox Dei, wie die Römer gesagt haben. Dass also die Menschen, wenn sie miteinander reden, kommen sie irgendwie schon drauf, allerdings auch nicht immer. Die Vox Populi hat auch in einen Nationalsozialismus geführt. Also auch da gibt es nicht die Sicherheit. Nur meine eigene Position zu bilden, das ist einfach ganz wichtig. Dass ich mir selber eine Meinung bilde und sage, auf der Grundlage ist das für mich entscheidungsgrundlegend, Grundlage für meine Entscheidungen. Das ist die Wahrheit. Für mich ist das wahr. Danach halte ich mich jetzt einmal. Solange, bis ich eines Besseren belehrt werde. Und so kommen wir von einem Irrtum zum nächsten und dazwischen haben wir vielleicht eine Sekunde die richtige Wahrheit gehabt und sind schon wieder Beute einer anderen Unsicherheit. Internet gibt viel mehr Information, aber führt auch zu unglaublichen Irrwegen und es sind Plattformen, in denen Menschen ihre pathologischen Dynamiken dermaßen ausleben können, und nicht mal nur die Hassplattformen, sondern die ganzen Streamings und Rechthabereien, die da verbreitet werden, da muss man sehr aufpassen, und man kommt aber nicht darum herum, seine eigene Meinung zu bilden, und dafür ist Bildung wichtig, dass wir Menschen bilden. Je höher der Bildungsstandard, desto differenzierter, reflektierter können Menschen auch sein. Postmodern gedacht ist es ja so, dass wir die unterschiedlichen Positionen nebeneinander bestehen lassen wollen, ohne einer Position einen Wahrheitsanspruch zuzumessen. Meiner eigenen Position, da sollte ich schon bemüht sein, dass ich einen Wahrheitsanspruch habe, bei dem, woran ich mich halte, was meine Grundlagen sind für meine Entscheidungen, dass ich das nicht sagen, ja, es könnte auch ganz anders sein, aber ich tue jetzt mal so, als ob, weil dann habe ich nicht wirklich gelebt. Wirklich leben heißt schon, sich in engen Kontakt zu geben, sich also zu committen, sich hineinzugeben. Und das kann ich nur, wenn ich auch das Vertrauen habe. Und Vertrauen habe ich nur, wenn es für mich als richtig aussieht, wenn ich dem die Zustimmung gebe, das ist ja sowieso ein Zentralbegriff in der Existenzanalyse, dass wir nicht wissen können, was die Wahrheit ist, wir können nie sicher sein, aber wir können zumindest eines, wir können
immer darauf achten, habe ich für dieses Hier und Jetzt, was ich jetzt tue, wie ich entscheide, wie ich wähle, wenn ich heirate, welchen Job ich mache, ob ich in der Beziehung bleibe, habe ich da, spüre ich da eine Zustimmung. Vielleicht war es ein Irrtum, aber zumindest habe ich gelebt. Zum Leben gehört auch der Irrtum, aber die Gewissheit, dass ich mich darin gelebt habe, mich darin gefunden habe, mich darin realisiert habe, das ist existenziell gesehen wirklich grundlegend. Mehr können wir nicht haben. Es gibt dann noch die Glaubensmöglichkeiten, also Religionen und so weiter, da noch eine Quelle zu sehen von gesichertem Wissen. Und für viele Menschen ist die Naturwissenschaft gesichertes Wissen, was ein wirklicher Irrtum ist. Und, aber existenziell gesehen ist mein Gespür die verlässlichste Quelle für das, was mich zu einem vollen und erfüllenden Leben führen kann. Ob es dann richtig war oder nicht, das wird sich weisen, aber gelebt habe ich und ich habe mein Dasein vollzogen. Ich habe noch eine Frage. Was stärkt Sie persönlich in dieser Krise? Das sind vor allem zwei Quellen. Das eine ist meine Lebenswelt, das heißt, die Menschen und Wertbezüge, mit denen ich mich verbunden fühle. Und das andere ist meine innere Lebenswelt, die Beziehung zu mir, die Verbundenheit und auch die Überzeugung, dass mein Gespür, mein Spüren mir schon auch sagt, wie es für mich weitergehen soll, woran ich mich halten soll. Und in diesem inneren Bezug, das ist so wie der innere Boden, der Fass, der Boden im Fass, und der äußere Bezug ist das Atmen, die Nahrung, der Austausch, der Dialog, die Bereicherung, die Begegnung, die Kultur, die Natur. Einfach das Staunen über das, was ist, und das Staunen, dass ich darin selber bin und gehalten bin. Danke, danke für... Ja, da darf ich jetzt nochmal das Wort ergreifen. Du bist, und du bist in dieser Welt jetzt bald 70 Jahre. Ja. Und bald, ja, ich schätze mal so ein halbes Jahrhundert auch mit deiner lieben Frau, die ja auch in diesen Zeiten wahrscheinlich eben einer dieser wichtigen Menschen ist, die dir da so... Absolut. Stärke ja. sind, und auch vorher schon in schwierigen Zeiten, weiß ich, war sie an deiner Seite. Ja, und ich möchte mich einfach auch ganz gern jetzt stellvertretend für die vielen Menschen, die ihr begleitet habt, bedanken für das große Werk, das ihr da in die Welt bringt. Ich weiß selber, wie es mein eigenes Leben verändert hat. Ich weiß von vielen, vielen meiner Studenten, wie viel sie gewonnen haben, welche inneren Welten sich erschlossen haben und welche Lebensveränderung möglich geworden ist. Ja, und ich denke, das ist auch ein feierlicher Moment, weil das gibt es eben trotzdem. Wir können trotzdem feiern, wir können trotzdem dankbar sein für das, was auch Gutes in dieser Welt ist, und vor allem für diese Möglichkeit, eben zu wachsen. Ja, das ist das, was die Existenzanalyse so stark vermittelt. Da ist nichts Süßes dran, da ist nichts Verniedlichendes. Das ist was sehr, sehr, sehr realitätsbezogen ist, und gleichzeitig aber ist immer auch so viel Perspektive und Hoffnung drinnen. Und insofern hoffen wir, dass du uns noch viel schenken wirst und auch weiterhin wir so gut begleitet sind von Menschen, die das in die Welt bringen, und danken euch ganz, ganz, ganz herzlich für dieses Dabeisein und so rege auch mitdenken, mitleben. Und Peter, du möchtest, glaube ich, auch nochmal dazu Stellung nehmen. Ja. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Ihnen, sehr geehrter Professor Lenge, den herzlichsten Glückwunsch von mir persönlich und natürlich auch in meiner Funktion als Präsident des ÖBVB übermitteln. Sie sind doch mit einem Mann der ersten Stunde Mitglied beim ÖBVB, auf was wir ganz besonders stolz sind. Sehen Sie doch
international zu den anerkanntesten und bekanntesten, wichtigsten Psychotherapeuten, die unsere Heimat, unser Land hat. Darauf sind wir stolz, dafür sind wir dankbar. Und ich denke mal, jede große Persönlichkeit, die eine neue Psychotherapieschule, Methode etabliert hat, wie es Herr Professor Viktor Frankl unnachahmlicherweise getan hat, braucht auch, damit es lebendig bleibt, einen Ambassador. Jemand, der das weiterentwickelt, aktualisiert, so wie es uns eben am Beispiel, das uns im Moment alle beschäftigt, die Covid-Situation, versucht haben, Bewältigungshilfen zu gehen, auf den geistigen Fundament von Professor Frankl aktualisiert auf das, was uns jetzt beschäftigt und bewegt. Und gerade auch Professor Frankl hat ja zum Beispiel in den 30er Jahren, wo es auch viel Gewalt, Suizid gegeben hat unter den männlichen Jugendlichen, durch Ehrenamt, durch Sinngebung, den Menschen geholfen, diese schwierige Zeit zu bewältigen. Und ich glaube, gemeinsam mit solchen geistigen Hilfen werden wir das auch wieder schaffen. Und daher wünsche ich uns allen, Ihnen persönlich Gesundheit, uns allen aber Ihre Schaffenskraft und geistige Unterstützung, die Sie uns angedeihen lassen, und kann das nur mit Ad Mutus Annus für Sie formulieren. Danke, alles, alles Liebe und Gute. Vielen Dank, Peter Stippel, für diese persönlichen Worte und auch für die Glückwunsch vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie, dem ÖBVP, deren Präsident Sie sind. Das freut mich sehr, dass wir hier auch wahrgenommen werden und einen guten Platz in diesem Verbund haben, den wir sehr gerne einnehmen. Dankeschön auch für Ihr Kommen und Ihre Worte. Danke für die Einladung, und Susanne kann bestätigen, wie wichtig mir gerade die Logotherapie und Existenzanalyse als ein wesentlicher Pfeiler psychotherapeutischen Arbeitens in Österreich ist. Dankeschön. Ja, dann glaube ich, werden wir das jetzt mal hier zumindest in dem Rahmen beschließen. Ich danke euch noch einmal ganz, ganz herzlich, alle, die beigetragen haben, so dass es diese Runde zustande kam. Ich fand es sehr inspirierend, und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine Fortsetzung, ja. Und dann sind natürlich auch, wir freuen wir uns über weitere, wiederkommende und weitere Beiträge auch. Danke. Danke, Susanne, nochmals, und danke euch allen für euer Kommen und für euer Mitmachen an diesem Werk der Verbesserung der psychischen Befindlichkeit in Österreich, die auch Auswirkungen hat, nicht nur bis in die Wirtschaft, sondern auch in die Politik. Und das ist heute auch deutlich geworden, wie wichtig hier Psyche für Körper, für Erfüllung im Leben, aber auch für Gesellschaft, Gemeinschaft und Politik ist. Dankeschön.